Und mit diesem Bild begrüße ich euch zu einer neuen Runde Paragon. Heute mit meiner Challenge schaffe ich es wieder, das Spiel zum Absturz zu bringen. Das wollte ich unbedingt testen und deswegen nehmen wir heute mal Gideon. Weil ich weiß, dass der ein paar gute Attacken hat. Und ich versuche es heute einfach mal. Mit MC Decke am Start hier. Ich kann ja auch mal was sagen. Hallo! Versteht jeder? Ich bin ein bisschen schizophren oder so. Und mein letztes Gameplay. Also es ist ja noch nicht online zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme. Aber wenn es online ist und dann dieses Video hier ist, das andere auf jeden Fall auch schon online, mein Gameplay mit Rampage. Und wer das Video sich angeguckt hat, der wird gemerkt haben, dass ich meine erste Niederlage hinter mir habe. Anfänger. Ja, und ich rechne doch noch mit Rampage. Anfänger. So, Partie beginnt in 1, 2, nee, 3, 2, 1. Los. Gut, wir starten mit dem Starterdeck. Heiltrank wird benutzt, Mana-Trank wird benutzt, der Pendel des Fürsten. Gut. Wir haben momentan keine Punkte. Das heißt, wir werden jetzt erstmal mit Knüppeln gehen. Minions are spawning. Ja, also andere rennen ja auch gleich. Aber ich finde das bei den Kriegen. Ich spiele immer wieder die Botlane, sag ich immer. Haben wir schon den ersten Frostblatt bekommen? Jo, wir haben den Frostblatt bekommen. Oder? Ja. Eine Schwierigkeit darstellen, das Match ein bisschen zu beschleunigen, sage ich mal. Allerdings steht es jetzt 1-1, ist wieder ausgeglichen, ne, 2-1 sogar schon. 3-1, so. Wir warten auf unsere Minions. Drücken die zurück. Wir setzen ein Ward hin. Wo ich brauche, ich hoffe mal erstmal ein paar Minuten. Ich glaube, wir wissen. Nee, doch.
Fallgranate, ich hab's verfickt.
zocken. Ein bisschen müde. Ein bisschen ausgelaufen. Wir haben gerade überlegen, welche Lane ich jetzt gehe. Den brauche ich nichts als nächstes. Ja, das Problem ist, hier ist Tank. Ich mache halt momentan noch gar keinen Schaden. An enemy tower is under attack. Kann ich hier noch nicht pushen? Oh, it's so
weil ich nicht so viel Mana habe. Hätte ich jetzt Ulti gehabt, wäre so doppelt down gewesen. Okay, ich hab sogar zwei gehört. Ja, stimmt, ja. So. Kann ich mir den auch noch holen, dann kann ich hier das erste Mal aufrüsten. Und hier kann ich dann auch das nächste Mal aufrüsten. Was habe ich jetzt geholt? Das und das, ne? Gut. Ein bisschen Damage, dann können wir auch in die Mitte gehen und diesen scheiß Tank holen. Kalorie aus.
sagen, nee, schaff ich nicht. Wenn ich die Kills kriege, ich halt sehr viele Punkte. Das ist natürlich nicht gut, wenn ich den allgemeinen Daumen würde. Aber jetzt wird das vorhanden, ich kann das kacke. Ich will nicht wissen, wie ich jetzt den Damage drücke. Kann man das irgendwie heilen? Das ist noch einmal gestorben. Ich weiß, aber kann man irgendwo sehen, wie viel Damage man drückt? Nur wenn du selber bist. Hallo! Oh! Wo bist du denn? Ist das ein Stil? Was ist mit meinem Sohn?
enemy has been slain. Your skill, an ally tower is under attack. Ich brauche nichts machen, ich brauche einfach nur durchfliegen. Ich war jetzt dabei, wo unsere Minions Gegner gekloppt haben, deswegen bin ich das versucht hier. Normalerweise... Nee, ich muss mir helfen. Energieschaden 98,5. Gehen wir hier von Prozent aus oder was? Kritischer Trefferbonus. Mal 200. 200. Okay. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Das ist die Frage, ne? Da ist Rampage und Murdoch, die kriegen das ganz gut hin, aber die verkacken. Enemy Tower is under attack. An enemy has been slain. Dann wollen wir den Supporter mal unter die Arme supporten, ne? Schnauze! Jetzt muss ich so von der Seite an. Ne? Schon ganz gut gepusht hier. An ally
so teuer das Baum. Natürlich ist da eine Bitch. Ich bin überrascht, ne? Ich glaube, das ist gleich neu. Ist in Ordnung. Vielleicht zu weit. Meine Fresse, geht hier mir auf den Sack. Ich bin wieder weg. Ein Enemy hat den. Ja, nee, ist klar, der illegale Einwanderer, ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt, Junge. Was machst du denn da? Was ist das denn mit dem Bitch-Pudding? Stunde bin ich schon dran. Was brauche ich? Was brauche ich? An enemy inhibitor. Enemy inhibitor is under siege. Habe ich das jetzt oder nicht? Okay. Aber ich habe immer noch 5 Punkte zu vergeben. Ne, hier unten ist ja alles voll. Kann ich die hier schmeißen und dafür die nochmal nehmen? Ja. Kann ich die nicht schmeißen und die dafür nochmal nehmen? Ja, läuft. Hey. Warte, was haben denn jetzt meine Stats gesagt? 151 Energieschaden, okay. Das Kaufsystem in Anführungszeichen ist mir hier noch ein bisschen fremd. Ja, es ist ein Allied Tower. Ja, jetzt müssen wir dran. Immer noch flawless, Junge. Ist ja flawless. Nein, das geht deiner Oma auf den Platz, aber nicht mir. Tschüss. Einfach nur. Das ist in Ordnung. Das sagt mich der Scheiß da. Was dann? Tut mir leid. Das geht aber auch nur.
das Ding. Ich brauche halt Punkte. An enemy tower is under attack. Aber die Punkte gönnt man mir nicht. Level 11. Jetzt sehen wir, dass das Spiel der Max-Level hat. Er ist der Einzige, der nur einen Tod hat. Mit dem nicht. Finde ich schade. An enemy has been slain. Ja, noch, was
ich bin so dumm. Enemy Inhibitor is under siege. Genau, weil wir für den Bug endlich fix haben. Ja, stimmt. Dafür müsste ich eigentlich auch wenn wir machen mit diesem Ding, ne? Da ist ja noch ein Tower. Wir haben so den innen hier geklatscht. Die komische Tower. Hm? Schon auf 29% runter. Kratz mal, das geht nicht. Und jetzt gleich. Kurz vor Ende. Challenge ist geschafft, aber kein Mensch weiß, ob sie den Bug jetzt gefixt haben oder nicht. Ja, vielleicht bin ich einfach nur zu schlecht. Also mit 10-2 bin ich auch vielleicht einfach nur zu schlecht. Aber von meiner Seite aus war es das jetzt für Paragon. Jetzt ist Frankie dran. Ich habe dich einfach mal 2 Level hochgepusht. Von Level 4 auf Level 6. Wo denn da? Das ist hier nochmal extra hoch. Ja, gut. Wie gesagt, ich hab den Lima nur bis hier 2,5 Level hochgepusht. Wir waren zusammen als neue gegen echte Gegner ran oder nochmal KI. Sag mal so, wir können jetzt. Warte mal. Du hast mir 6 Kartenpacks geholt. Das brauche ich nicht. Das Ding hier? Ja, das brauche ich mit Game aufzustürzen. Yo, Alter. Na, wir machen das so. Wir gehen jetzt hin, spielen nochmal gegen Bots. Und morgen dann, ich bin ja bis Mittag knapp vor. Das ab wann? Ab 6 oder was? Willst du dann noch mal eine Runde machen? Ich hab jetzt halt keine Runde für Paragon, sorry. Achso. Machen wir dann, können wir dann machen, wenn ich bei dir bin? Ja. Übermorgen oder so. Ich bin dann überlegen, ob ich den hier mal testen soll. Den? Den hier mit den Schwertern, Alter. Gideon.
dann spiele ich später gegen echte Gegner. Ich sollte vielleicht das Mikro auf. Mit der Mikro-Seite in meine Richtung ziehen, ne? Gehe ich mal öffnen. So, haben wir denn. Nein, ja, ja, und dann, nein, kann ich nicht. Ich nicht, nein. Minions are spawning. Okay, ich muss auch mal wieder rechts, so wie ich eigentlich immer anfange. Komischerweise, ich fange immer rechts an. First Blood. An enemy has been slain. Völlig alleine. Yeah.
sie fracken lässt. Thank you.
rises. An enemy tower is under.
spielen doch. Yeah.
Enemy inhibitor is under siege.
wir doch. An allied tower is under attack. Allied tower destroyed. Slain.
execute. Enemy has been slain.
Ich habe zwar übelst eingesteckt und war eigentlich der schlechteste der Truppe, aber im Nachhinein habe ich ihn unterstützt, wo ich konnte, und dadurch, dass die anderen dann immer Kills gefarmt haben und so, ne, konnte ich eben halt als Unterstützer dann... Da läuft, jetzt kannst du Dinge spielen. Ja, jetzt kann ich alles spielen. Was von Paragon, ja, Level 7, und das nächste Mal, wenn ich Paragon spiele mit Cam und so, dann denke ich mal, spiele ich auf jeden Fall gegen richtige Gegner, vielleicht auch dann am Wochenende mit den Deathbringern im Livestream, und mal gucken, wir werden sehen. Auf jeden Fall, eine Menge Livestreams sind ja jetzt geplant. Und natürlich müssen wir noch gucken, wie es aussieht mit Aufbau der Liga und so. Da stehen auf jeden Fall eine ganze Menge Diskussionen im Raum, und wegen Servern und Matchmaking und Streaming und. Ne? Aber ich freue mich auf das Ganze, und wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bin euer Anubis, bis zum nächsten Mal.